Die Wien ist da und bei dir ist ganz viel Tolles passiert in der Zwischenzeit, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wo willst du anfangen? Das stimmt wohl. Da war was im März. Tattoo Starlet in Leipzig. Ja, soll ich erzählen? Was soll ich erzählen? Habe ich gewonnen, ne? Geil. Bin ich glücklich. Hab ja gewonnen. Ja. Du warst wieder den, wie bei, damals bei der Miss Schweinfurt unter den ersten Eins. Ja, unter anderem. Ja, und jetzt gerade auch aktuell zu bestaunen in der neuesten Tätowiermagazin-Ausgabe. Da durfte ich jetzt schon, Gott sei Dank, zum zweiten Mal auf das Cover. Im Januar war ich dieses Jahr jetzt auf dem Cover. Und jetzt in Verbindung eben mit dem Tattoo Starlet ist auch ein Interview drin, kann man nachlesen. Und ja, haben sie mich wieder auf das Cover. Und wie wählt ihr das aus, welches Bild das dann ist? Also welcher Fotograf das macht und so? Also es war jetzt eigentlich relativ spontan. Die Initiatoren, unter anderem Bobs, haben sich bei mir gemeldet, dass sie einfach jetzt schnell ein Bild brauchen. Und ich hatte Gott sei Dank noch was im Repertoire. Und so ist das jetzt entstanden, ja, genau. Und dein Repertoire ist ja im Moment auch sowieso sehr groß. Ich verfolge das ja ein bisschen mehr. Und du warst auch gerade in England unterwegs und hast wieder ganz, ganz viele tolle Bilder gemacht. Unter anderem, ja, das habe ich eigentlich alles so selber ins Leben gerufen. Ich habe mir gedacht, also ursprünglich war der Gedanke, es gibt ja diese ganze Magazine unter anderem, neben dem Tattoo-Magazin und Tattoo-Erotica gibt es ja auch Tattoo-Scout, Tattoo-Spirit, Tattoo-Style, also die ganzen Magazine, wo einfach hübsche Cover-Girls on the front sind. Und wenn man weiterblättert, dann sind ja eigentlich meistens nur Tattoo-Abbildungen drauf. Ja, und ich habe mir eben gedacht, wie komme ich auch auf das Cover drauf? Das wäre doch mal total geil. Dann habe ich eben die Magazine selber angeschrieben und die haben es mir so erklärt, dass die eben langfristige Verträge mit bestimmten Fotografen haben. Und ein Fotograf davon war zum Beispiel Scott Cole aus England. Und da habe ich einfach ihn persönlich angeschrieben. Und er hat gesagt, ja okay, kommst vorbei, machen wir ein Shooting. Und das habe ich jetzt letzte Woche gemacht, oder besser gesagt diese Woche. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich natürlich schon nach England reise, dann kann ich mehrere Fotografen anschreiben, damit es sich mehr lohnt. Ja, und dann bin ich geendet bei Billy Scott, Billicious, bei Creative Lounge und bei Scott Cole in Cardiff. Das waren also sozusagen drei Stationen. Ich habe drei Shootings an drei Tagen hintereinander gemacht in England. Ja, und das hast du alles aus eigener Tasche gemacht? Also hingereist? Ja, das habe ich alles selber organisiert und ja, ich denke, unter anderem, also das erste Shooting, was ich jetzt gemacht habe mit Billy Billicious, das war in Southampton, das ist so im Süden von London. Also dieses Shooting werden wir wahrscheinlich hernehmen, um jetzt dann demnächst in die Tattoo Erotica zu kommen. Ja, also das ist voraussichtlich dafür gedacht. Okay, also es ist schon so, dass man das vorher so ein bisschen im Hinterkopf hat, wofür das dann sein soll. Es ist noch nicht alles fix gesprochen, aber mehr oder weniger schon. Ja. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, was du beruflich machst, aber bist du nicht auch am Wochenende, also arbeitest du nicht auch am Wochenende? Ja schon, jetzt habe ich gestern gerade 2 Wochen Urlaub, ich kann einfach nur entspannen. Ich habe mich schon gewundert. Ich kann gerade einfach nur die Sachen machen, die mir am meisten Spaß machen. Modeln, auf Tattoo-Conventions rumhängen und Freunde treffen und eine gute Zeit haben. Und mit mir reden, ha! Ja, genau. Sehr gut. Hast du denn hier auf der Convention eine bestimmte Funktion heute? Also heute darf ich auf jeden Fall Tattoo-Erotica präsentieren und bin am Stand von Tätowiermagazin, ja. Und da bin ich schon präsent und da werden hier und da Fotos geschossen und bin auch im Gespräch teilweise noch mit Daniel Krause, weil wir ja noch die Reise nach Miami organisieren müssen. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Das kam ja auch als Gewinn zusätzlich dazu zum Tattoo Starlet. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Daniel Krause mir eine Reise nach Miami organisiert und dann kriege ich auch noch ein Tattoo von Miami Ink, falls das jemand was sagt. Ah, ne? Nicht schlecht. Weißt du schon, was du da machen willst? Ja, das weiß ich schon. Rätst du schon oder nicht? Also ich habe mir überlegt, es ist ja voraussichtlich nur eine Session, also sollte ich mir was überlegen, was ich also in einer Session aushalten könnte. Und ich habe schon ein bisschen Erfahrung und von einer Session reden wir von wie vielen Stunden? 3? Was kann man 3 Stunden aushalten? Also ich empfinde das so, oder 3 oder 4 Stunden, das reicht mir dann schon. Echt? Ja. Machst du mehr? Ich mache immer All You Can Ink. Nein! Oh Gott, also nee, also ich stehe nicht auf den Schmerz. Aber ich auch nicht, aber ich denke dann, das ist wenigstens vorbei. Also ich denke, ich könnte 3 bis 4 Stunden schaffen. Ich könnte 3 bis 4 Stunden schaffen und also reden wir von einer Dimension. Hier auf meinem Schienbein habe ich noch Platz und ich denke, da will ich einen Dolch haben. Ja, cool. Ja, das ist cool. Ein schönes Classic Old School Tattoo. Ja. Was hast du sonst irgendwas Neues, als wir uns gesehen haben? Ich habe auch noch was Neues. Also meine neuestes Tattoo ist von der Nastya Slotin. Oh. Das ist das hier.
falls du es erkennst, was erkennst du in diesem Bild? Also es ist gleichzeitig eine Blume, sieht ein bisschen aus wie ein Stiefmütterchen, aber auch sehr nach dem weiblichen primären Geschlechtsorgan. Genau, auf den zweiten Blick, wenn wir jetzt mal nicht zu viel verraten wollen. Ja, genau, du hast es erkannt und das ist schön. Und gibt es da eine Aussage zu, die Power der weiblichen Sexualität oder so? Ich weiß nicht, ich habe schon öfters einfach solche Bilder, so was Plurales in Mix mit weibliches Geschlechtsteil gesehen und ich fand es einfach ganz cool. Ja, das ist schön. Das sieht auch schön aus, der Rahmen ist auch schön. Ja. Cool. Das ist mein zweites von Nastja Slotin. Das erste von Nastja Slotin war ja dieses Dreieck. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie wir damals, glaube ich, darüber geredet haben? Wir haben schon damals noch darüber, was ich alles haben will. Ja, genau. Also dieses Dreieck und jetzt eben das zweite. Ja. Aber sie ist so die Königin der Farben, finde ich. Sie kann sehr viele schöne, colorful Tattoos machen. Ja, vor allem ist es farbig, aber nicht so zu sehr, dass es so raus, also das ist nicht, das ist so angenehm farbig. Nicht so dieses Buff, was einem im Auge wehtut. Und es passt einfach gut zu den vielen anderen Sachen, finde ich. Ja. Ja, alles schön bunt. Genau. Hast du denn überhaupt noch irgendwo Platz? Ja, selbstverständlich. Am Schienenbein, aber bald nicht. Selbstverständlich. Ja, hier habe ich, denke ich, noch viel Platz für ein großes. Dann, mein ganzer Rücken ist... Oh ja, der Rücken! Ja, schon viel Platz, ne? Ja Beine. Weißt du schon, was du am Rücken machen willst? Ja, theoretisch. Also ich denke, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause, aber... In Zukunft möchte ich, wenn dann, ein großes Backpiece haben. Und da war ich schon mal kurz im Gespräch mit Julian Siebert. Julian Siebert kennt, dass er dann dafür zuständig sein müsste. Aber ich denke, das muss man auch lange vorausplanen. Und dann müsste ich auch ein bisschen Geld sparen. Ja, aber wenn dann, ist er der Only One, habe ich mir gedacht. Und motivmäßig? Motivmäßig, ich sage ja, ich war schon mal kurz mit ihm im Gespräch. Und dann haben wir so kurz geredet und hat gesagt, irgendwie ein Schwan, ein weißer Schwan oder sowas. Ach nee, egal, ich weiß es nicht. Ich denke, ich entscheide das einfach spontan und ich lasse ihm auch da künstlerische Freiheit, weil er ist echt ein verdammt guter Tätowierer. Und da will ich ihn auf jeden Fall auch noch mit einbinden, ja. Vielleicht, also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann in die Kommentare, was da hin soll auf den Rücken. Ne, du nimmst bestimmt noch Vorschläge entgegen, oder? Ja, wieso nicht? Vielleicht Inspiration. Ja, genau, ja schon. Da bin ich noch offen. Ja. Hast du sonst noch was, worüber du dich freust dieses Jahr oder worauf du dich freust? Ich meine, da ist ja schon eine Menge zusammengekommen, aber... Einiges erzählt. Ja, was steht denn noch an? Also eben, ich genieße gerade einfach diese, meinst du einfach einen Urlaub, wo gerade sehr viel passiert ist, vor allem diese Woche war einfach so busy. Ja, und jetzt haben wir einfach noch eine gute Zeit auf der Tattoo Convention hier. Morgen habe ich noch ein kleines Shooting. Genau, das ist auch noch drin. Und nächste Woche habe ich auch noch zwei Shootings. Da gehe ich nach Nürnberg. Und noch ein weiteres Shooting habe ich in Stuttgart nächste Woche. Also nächste Woche noch zwei Stück. Und dann ist mein Urlaub auch schon wieder vorbei. Ich wollte gerade sagen, dass den Urlaub aber ziemlich vollgeballert. Ja, mit allen Sachen, die halt mir am meisten Spaß machen, ne? Ist klar. Dann würde ich sagen, dann lasse ich dich jetzt noch mal ein bisschen hier deinen Urlaub genießen. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall. Genau. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.